So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar, ich glaube, es ist jetzt schon die Folge 6. Nicht wundern, ich habe immer noch das gleiche an wie in der letzten Folge, wie in der Folge davor und wie in der ersten Folge. Das liegt daran, dass ich das Ganze am Stück spiele. Und mal schauen, wie weit ich denn komme. Denn an diesem Wochenende gibt es Battlefield 1 for free. Ein ganzes Wochenende kostenlos. Ich kam jetzt erst am Sonntag dazu zu zocken. Wir haben schon kurz vor 5 Uhr morgens. Und ja, und bin jetzt. Mal schauen, wie weit ich bin. Ich kann das noch nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Auf jeden Fall, ich bin noch im ersten Kapitel. Und mal schauen, wo es denn jetzt hingeht. Ich befinde mich kurz oder ich befinde mich vor einer Brücke und bin schon gespannt, was sich dahinter verbirgt. Von daher werde ich mich jetzt ausblenden, damit man das Spiel sieht. Und es geht direkt los. Down. Nein, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. So. Ja, ich hey, das werden, so, weiter geht's. Erstmal reparieren. Irgendwo ist noch einer. So, weiter geht's. Also man sieht schon mal, das Spiel sieht wirklich klasse aus. Die Kampagne ist richtig gut. Den Multiplayer habe ich auch schon gezockt. Ja, das ist, wie man es eben von Battlefield kennt, ein Haufen Spieler. Man muss die Maps wirklich sehr gut kennen, damit man die Lauffähige. Damit man die Lauffähige eben gut kennt. Ein Sammelpunkt. Die wollen Cambrai zurückerobern. Also fahren wir direkt durch. Und dann überlassen wir die Überraschung am Treffpunkt. Wie lautet denn der Plan? Wir haben die Initiative. Wenn wir sie hier hart und schnell treffen, könnten wir wirklich was bewegen. Also gut, ziehen wir es durch. Bleibt in Bewegung. Verwirrt sie und hofft darauf, dass sie nicht merken, dass wir ganz allein sind. Okay. Wow. Wow. Alter, das ist selber anders. Alles okay, fahrt weiter. Soll nicht. Ja, das war's. Gute Arbeit, aber wir müssen vorsichtig ich bleiben. Muss mal reparieren. Ich sehe dich, du Schwein. So, weiter geht's. Ja, das dauert ein bisschen länger. So, perfekt.
das ist ein bisschen blöd von denen. Ich will alle deutschen Panzer brennen sehen. Zerstört sie. Jeden einzelnen. Was? Panzer? Gucken wir mal, was gibt's hier Tolles noch? Das hätte ich gesagt, nicht mehr hin muss. Kodex der Krieg. Es gibt immer ein erstes Mal. Ich will, dass ihr alle deutschen Panzer zerstört. Da sind sie. Oh, komm. Oh fuck. Schein Fahrzeug. Oh oh. So. Sollte ich mich mal ein bisschen reparieren. Sonst kann ich nichts mehr verteidigen hier. Ich bin dann einfach nur tot. What the fuck? Jag ihm noch eine rein! Alles okay, fahrt weiter! Shit. Ganz ruhig, konzentriert. Oh, da kommt ein Dicker. Eieiei. Alter,
ersten Fälle. Halt mich in Linie mit dem leichten Panzer! Oh, da ist noch mal einer. Boah, wer schießt hier? Den nehmen wir. Lassen wir sie büßen, Männer! Boah, Glück gehabt. So. Okay, also man kann das kombinieren. Reparieren und... Nee, doch nicht, kann man nicht kombinieren. Schade. Gut geschossen, McManus! Der Gegenangriff war lange nicht so hart, wie er hätte sein können. Da kommen noch mehr. Dann verschanzen wir uns hier und kämpfen! Dann soll Bess mal machen, was sie am besten kann! Wer jetzt? Mach die bitte. Ich seh's! Gütiger Gott! A7V-Panzer! Jetzt zählt's mit mir! So, das ist natürlich jetzt spannend. Nein. Nimm das, du mieser Jerry! Ja, den hab ich. So, weiter geht's. Reparieren, reparieren. Bleib an ihm dran, bleib dran! Daneben geschossen. Unglaublich. Du Bastard! Jetzt haben wir es aber.
Oh, da ist nochmal einer. Panzerfahren, das macht mir gar keinen Spaß. Nächster Halt kommt. Yes. Sir, Edwards! Bewegung! Oh nein, bildet dir nicht ein, dass du uns jetzt einfach so wegsterben kannst. Mir geht's gut. Aber so viel Spaß macht mich müde. Los jetzt! Okay. Artillerie! Fahr! Soll ich machen? Einfach reparieren oder was? Ja. Ah. Gut. Oh. Shit. Ah, der lebt noch. Und was machen wir jetzt, Fahrer? Wir laufen. Zweihundert Panzer. Ein Monat später war der Krieg zu Ende. Wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht. Das Ganze. Ja, und ein Erfolg durch Morast und Blut. Yes. Okay, die erste Mission ist schon mal gemacht. Kriegsgeschichte. Ah, und es gibt hier auch so Sammelsachen. Codex-Einträge, Feldhandbücher. Ja gut, aber da möchte ich mich nicht drauf beziehen. Da muss man schauen, muss man suchen. Ich möchte Action. So, und dann... Also, der Edward, der lebt, der hat das Ganze überlebt, einen Monat später, nach den ganzen Geschehnissen, war der Krieg zu Ende, er hat überlebt, sein Kollege hat überlebt, alle sind glücklich. Und ja, und so wie es jetzt aussieht, oder was heißt so wie es jetzt aussieht, jetzt geht es definitiv ins zweite Kapitel
Und es sieht nach einem Flugzeugkapitel aus. Sprich, man fliegt ein bisschen durch die Gegend und kann, darf schießen mit Bombern, vielleicht sogar solche Zeppeline, wie sie es welches auch im Multiplayer gibt. Und von daher, jo. Also, dann vielen Dank fürs Zugucken. Unten in die Comments Feedback geben. Und in der nächsten Folge beginne ich mit Kapitel 2, einflussreiche Freunde. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.